Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte wieder eine weitere Gestaltungsmöglichkeit mit euch zusammen hier basteln und zwar mit diesen Gutscheinhaltern. Das war der letzte, den ich gebastelt habe und hier habe ich euch auch die komplette Anleitung gezeigt, wie ihr das basteln könnt. Das lasse ich heute weg. Wer das Video nicht gesehen hat und wer nicht weiß, wie das funktioniert, ich verlinke es euch oben. Beim i, da habe ich das allererste Video, da habe ich das euch erklärt und heute geht es nur um die Gestaltungsmöglichkeit. Also Hauptvideo ist oben verlinkt und heute geht es um dieses. Das ist schon fertig, so sieht das dann aus. Es geht darum, dass ich wieder meinen Amazon-Gutschein gerne verschenken möchte und zwar schön dekorativ. Und dafür brauche ich... Ja, ich habe es diesmal so gemacht, dass ich ein Motivpapier verwendet habe. Innen drinne ist es noch weiß. Das heißt, ich habe mir jetzt bestimmte Sachen rausgesucht. Das Ganze habe ich hier ja, mit Motivpapier gemacht aus diesem Block. Und wer sowas nicht hat, der nimmt ganz normalen Cardstock. Deswegen habe ich den nochmal mit hingelegt. Ich habe diesen Block verwendet vom Action. Und zwar dieses Motiv und das Innere werde ich jetzt mit diesem Motiv verschönern, also mit diesem hier. Dann habe ich mir zurechtgelegt so eine Blume, einen Schmetterling, doppelseitiges Klebeband oder eine Maus, einen Eckenrunder, Glitzersteine, das normale Scheren, Cuttermesser, Bleistift, Lineal und dann habe ich mir schon aus diesem Motivpapier schon meine Stücken zurechtgeschnitten und zwar, dass die hier drauf passen, hier, 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 hier und außen mache ich es auch nochmal hier und hier. Das messt ihr dann einfach ab und das seht ihr alles bei dem Hauptvideo, wie das funktioniert. So, und dann würde ich sagen, fangen wir mit den Basteln an. Als allererstes muss ich mir hier noch mein Fach zurechtschneiden, damit der Gutschein auch reinpasst. Ich werde hier den Gutschein messen. Ich habe schon wieder vergessen, wie groß er ist. Er ist 8,5. Da mache ich ungefähr 9 cm, damit ich das schön reinstecken kann. Dafür nehme ich das Lineal. Mache mir so ungefähr mittig 9 cm. Also einen Strich und einen Strich. Dann drehe ich das Ganze, lege mir das Lineal an. Vorher mache ich hier mit meinem Cuttermesser einmal hier einen Schnitt und einmal hier einen Schnitt. Und dann mache ich einen ganz, ganz dünnen Schnitt von dem einen Punkt zum anderen Punkt. Wenn ich das gemacht habe, kann ich schon mal testen, ob der Gutschein auch reinpasst. So, der würde schon passen. Jetzt nehmt ihr euch das Motivpapier, was ich euch eben gezeigt habe, oder halt eins, was ihr gerade nehmen möchtet. Und dann schneidet ihr euch die ganzen Stücke zurecht. Ich habe mir eins für hier zurechtgeschnitten und wie gesagt hier und in der Mitte und auch außen hin. Und diesmal habe ich es so gemacht, dass ich sie alle abgerundet habe. Mit meinem Eckenrunder, also jede einzelne Ecke habe ich abgerundet. Und jetzt werde ich hier die ganzen ausgeschnittenen Teile auf meinen Gutscheinhalter aufbringen. Und das mache ich entweder mit der Klebemaus oder ich mache es mit doppelseitigem Klebeband. So, das Ganze sieht jetzt schon mal so aus. Also innen drin sind wir jetzt schon fertig. Das habe ich bewusst weggelassen, einfach weil ich das ja verzieren möchte. So, jetzt brauche ich meine Verzierungselemente und da habe ich einmal diese Blume. Ich habe diese Schmetterlingsklammer und ich habe ja die Glitzersteinchen. Und bei meinem ersten Versuch habe ich ja hier eine Banderole gemacht. Die möchte ich diesmal nicht machen, sondern ich nutze einfach die Schmetterlingsklammer, um das Ganze zu verschließen, indem ich sie einfach hier so an die Seite ranmache. Jetzt möchte ich die Blume anbringen. Hier hinten war so ein Bubbel dran.
Den habe ich mir komplett abgeschnitten, dass das richtig flach ist. Und jetzt werde ich das Ganze hier mit Sekundenkleber aufbringen. Oder alternativ könnte man natürlich auch Heißkleber nehmen. Und das wird jetzt mein nächster Schritt sein. So, die Blume klebt und ich möchte jetzt gerne von hier nach hier unten so einen Streifen haben. Ja, für manche mag es wieder zu viel sein. Ich stehe da drauf und jetzt muss ich halt aufpassen, dass ich den hier trenne, wo das Ganze dann aufgeht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das so hinbekomme, wie ich das gerne hätte. So, da fange ich hier oben an, gehe hier schräg runter, trenne mir das hier ab und erweitere das Ganze dann hier unten weiter. Wie immer, alle Produkte oder Alternativprodukte verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Außer die Action-Sachen, das ist klar, dass man die nicht online bekommt. Aber ich versuche dann immer so ähnliche Motivpapiere herauszusuchen und dadurch finde ich die schönsten Blöcke, die ich mir alle in meine Liste lege, dass ich die mir vielleicht irgendwann mal kaufe. So, ja, Papier verrückt. So ist das halt. So, noch eine Reihe hinmachen? Nein, wäre zu viel. Ihr hättet hier auch, keine Ahnung, noch eine Ausstanzung, aber ich denke, das wäre zu viel. Und so sieht es auch schön aus, würde dann aber halt nicht halten. Dann könnte man hier so einen Klettverschluss hinmachen, das wäre noch eine Möglichkeit. Und schon habt ihr euren Gutschein wunderschön verpackt. Und ja, ich finde diese Gutscheine echt toll. Und ich freue mich drauf, jetzt noch mehrere davon zu gestalten. Es werden wahrscheinlich wieder 10 Stück werden, vielleicht auch ein paar mehr. Mal gucken, was mir so einfällt. Und ja, werde ich mit meinen Bastelanleitungen jetzt immer so machen, einfach weil mir das total viel Spaß macht und ich euch einfach inspirieren möchte, was mit so einer Idee alles noch möglich ist. Ich überlege immer noch, ob ich hier noch so ein paar Steine hinmache. Die Blume hätte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr in die Mitte setzen können, aber das kann ja jeder machen, wie er es gerne hätte. So, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen so ein bisschen inspirieren. Ja, freue mich natürlich, wenn ihr die nächsten Tage wieder mit reinschaut. Und auf der Webseite seht ihr schon immer als Erster, wenn was Neues kommt. Also erst werden die Berichte gemacht, dann kommt das hier auf YouTube online. Also wenn ihr da neugierig seid, könnt ihr gerne immer auf der Webseite gucken. Und da seht ihr dann, was demnächst hier für Videos so kommen. So, das war's. Habt einen tollen Tag und dann bis bald, eure Katrin.